Willkommen zurück hier zu Gothic. Der läuft da weg. Das geht so nicht. Hey, ich will mit dir quatschen. Komm mal her. Was sage ich dem? Ich will nicht Magier werden. Ja. Ich bin jetzt einer von Lares Leuten. Hast du eine Nachricht für die Feuermagier, die ich überbringen könnte? In der Tat, aber du brauchst das Zeichen eines unserer Boten, sonst lassen dich Gomez Schergen nicht in die Burg. Hier, nimm Brief und Zeichen und nun beeile dich. Oha, ich bin doch noch Bandit. Geh zur Seite! Haha, das heißt, ich hätte hier jetzt sogar nochmal, was? Soll ich's in dich reinprügeln? Weg da! Du wolltest gerade in die andere Richtung laufen. Was war das denn gerade? Wie auch immer. Ich habe hier einen Brief von Kronos an die Feuermagier. Hochgeschätzter Meister Koristo, Saturas, ehrwürdiger Meister der Magier vom Kreis des Wassers, da fehlt ein R. Möchte euch versuchen, gemeinsam mit uns bla 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 bla. Banditen aus dem neuen Lager, waren Aktivitäten eingeschränkt. Okay. Habe ich jetzt dann auch das Siegel? Also, das Siegel. Das müsste ein Ring sein, oder? Nehme ich an, ne? Ja, das Siegel ist wahrscheinlich dann auf dem Brief drauf. Aber ich werde jetzt nicht einfach ins alte Lager zurück rüberlaufen, ohne vorher Söldner zu werden. Jetzt läuft er schon wieder weg. Sag mal, bleib mal stehen, Junge. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Das da? Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Ey! Ich will selber zu dem. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Oh, was denn dann? Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich will Magier werden. Wäre vielleicht ein Grund, dich hinzulassen? Ich probiere es mal. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Also wenn ich Söldner bin, nehme ich an. Aber das da könnte natürlich der endgültige Grund sein, mich doch durchzulassen. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm.
Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Tetrian doch. Ah ja. Okay. Hey, hast du noch was zu erzählen? Wie war die Parole nochmal? Du bist vergesslicher als meine Großmutter. Sie lautet Tetrian doch. Es war übrigens keine Absicht, dass da die Untertitel nicht mehr eingeblendet wurden. Das war einfach nur ein Bug. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Ich wollte sagen, das passiert manchmal. Das ist einer von vielen Bugs in dem Spiel. Und ich hätte gerne noch mal ein bisschen mehr Mana. Aber nicht zu viel. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ach so, ja, stimmt. Der hat ja die ganzen Schriften. Ich frage mich, ob diese ganzen Dinger hier, diese ganzen Bände, wenn ich die habe und lese, ob ich dann... Manche lernen eben gar nichts dazu. Boah, das ist gut. Vielleicht auch nicht. Ob ich dann die Erfahrung bekomme, so wie bei dem Almanach damals. Aber behalt's für dich. Na, die Runenmagie kann ich halt leider immer noch nicht sinnvoll machen. Also, kann ich eigentlich überhaupt nicht machen, weil ich ja noch keinen magischen Kreis habe. Und um Magier hier zu werden, oder um damit sie mir beibringen, wie man diese magischen Runen benutzt, also mir sozusagen einen magischen Kreis beibringen oder verleihen, wie auch immer, muss ich wohl zuerst Söldner sein. So, bevor ich jetzt zu Lee gehe, rede ich mal noch mit den Leuten hier draußen. Ich glaube, das dürfte aber auch nur Torloff sein. Yep. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du sich so. Wenn du einen Tipp... Ja. Und wie stelle ich das... Okay, das kennen wir alles schon von vor sehr vielen Folgen. Ganz am Anfang. Nein, hier geht's nicht zu Lee. Hier hinten geht's zu Lee, genau. Ich halte mich da. So, hey Ulrik. Ich würde mal gern zu deinem Typen, also zu deinem Chef. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Hab ich doch schon. Ich hab Sumpfkraut dabei. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Ich will erst das Kraut sehen. Du hast doch gar nichts dabei. Okay, ich habe kein Sumpfkraut dabei. Dann hab ich's. Ich hab's verkauft, glaube ich. Ist ja auch egal. Hier, los geht's. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Deine Taten für die Bruderschaft in der alten Mine haben gezeigt, dass du einiges drauf hast. Ich wäre bereit, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Volles Pfund aufs Maul. Ja, natürlich, ja. Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Ich will in die Freiheit. Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen! Willkommen, Söldner. Kann ich da mal vorbei? Willkommen, Söldner. Ey, lass mich durch. Und irgendwie sieht die Rüstung ein bisschen buggy aus. Oder bilde ich mir das gerade ein? Hä? Was ist da passiert? Die Banditenrüstung ist vollständig, die Schürferklamotten sind vollständig. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade abgeht. Also die Stiefel habe ich und die linke Schulter. Ja, wie auch immer. Ich bin Söldner, yeah! So, was habe ich denn hier alles? Ich habe ein Amulett der Magie, das trage ich. Ah, das Botenamulett der Wassermagier. Damit komme ich in die Burg rein, okay. Und an Ringen trage ich Schutz vor Waffen 10 und Stärke 10... Ich glaube, die Stärke 10. Ja, doch. Warum eigentlich nicht? Kann man so lassen. Allerdings stört mich das gerade ein bisschen, dass die Rüstung hier so ein bisschen buggy ist. Vielleicht klappt es, wenn ich sie. Nee. Keine Ahnung, was da los ist. Ich speichere mal eben und lade nochmal neu. Vielleicht klappt es ja dann. Auch wenn ich es nicht wirklich glaube. Vielleicht muss ich auch das Spiel neu starten.
Ne, gibt sich nix. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Was? Tetriandroch. Kronos hat mir die Erlaubnis gegeben, soll ich Ihnen sagen? Kronos hat mir die Erlaubnis gegeben. Wenn das so wäre, hätte er dir die Parole genannt. Verzieh dich, du Lügner! Hey, Kronos hat mir gesagt, ich soll euch sagen, dass Kronos mich schickt und dann die Parole. Ich sage es nicht noch einmal, keinen Schritt weiter! Hallo. 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 Jetzt wieder ganz freundlich, ne? Hier. Tetriandroch. Die Parole lautet Tetriandroch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Ja, geht doch. War das jetzt so schwer? Oh, wen haben wir denn da? Merdarion. Mal stehen. Sei gegrüßt. Ja, du bist ja gesprächig. So, dann haben wir hier noch ein Bett. Vielleicht kommt ja die Rüstung, wenn ich eine Runde schlafe. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? 17:01. Na komm, bis zum nächsten Morgen. Okay, das hat auch bei der Rüstung nicht geholfen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, ich werde nach der Folge mal das Spiel neu starten. Vielleicht klappt das dann. Nefarius. Sei gegrüßt. Du bist aber auch nicht Saturas. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Hey, ich bin noch von Söldner. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Sehr gut, sehr gut. Sag ich doch. Alles Weitere wird sich mit der Zeit zeigen. Na gut. Wo finde ich Saturas? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ah, das da. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ah, das Pentagramm. Du liest? Na, dann lese ich auch eine Runde. Vielleicht kriege ich Erfahrung. Ah, nee, doch nicht. Schade. Und da hinten geht's weiter. Was gibt's denn hier? Wow. Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Raum, in dem er vielleicht schläft oder so, aber das ist ja groß. Ich weiß, ich sollte eigentlich mit ihm reden, aber ich bin gerade so ein bisschen im Forschermodus. Und würde gerne wissen, was es hier so gibt. Führt das vielleicht zur Mine da hinten? Nee, sieht nicht so aus. Nein, das führt zum Erzhaufen. Hallo. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ja. Ob das wohl noch passieren wird? Ich find's ja cool. Wenn tatsächlich noch ein Krieg zwischen den Lagern ausbrechen würde. Also nicht, weil ich Krieg toll finde oder so. Sondern... Weil... Warum sammle ich einzelne Erzbrocken auf? Sondern weil ich es einfach... cool fände, dass man in einem Spiel so einen radikalen Wandel einfach mal macht. Ich bin der König des Erzes. Ich bin Gomez. Na gut. Es sieht schon irgendwie mächtig aus, dieser Haufen. Ich frage mich, welcher Riese diesen Haufen dahin gemacht hat.
durchs Gitter durch und so. Ja, ja. Mhm. Ist das ein Abgrund? Was passiert, wenn ich da runterspringe? So. Was passiert hier? Ha, ich überlebe. Hier gibt es tatsächlich irgendwas, hm? Kochlöffel. Nein, ich will keinen Kochlöffel. Ich will eine Fackel. Ein Kochlöffel macht nämlich kein Licht. Ist das vielleicht der andere Weg? Ach nö. Einfach nur eine Grube. Hm, okay. So, oben war ja noch ein zweiter Weg. Ich wüsste auch noch gerne irgendwie, wo der hinführt. Und ich glaube... Ups. Nein! Ich glaube, es ist tatsächlich gut, dass ich da gerade gespeichert habe. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dass der Erzhaufen noch wichtig wird im Laufe des Spiels. Und da ist das Spiel abgestürzt. Yeah! Ich starte das mal eben neu. Vielleicht geht auch dann das mit der Rüstung. Bis gleich. Und hier bin ich auch wieder. Der Spielstand da unten. Sei gegrüßt. War leider auch kaputt. Das heißt, ich musste die ersten paar Minuten der Folge jetzt nachstellen. Hm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Dass es manchmal klappt und manchmal nicht. Ist ja auch egal. Weiter geht's. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle fünf der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Jetzt ratet mal, wer die Fokussteine auftreiben darf. Ich bin bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keine
keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braucht die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Das klingt doch mal nett. Also, ich habe hier Teleport zum Sumpflager. Und seit neuestem auch Teleport zu den Wassermagiern. Allerdings ist das eine nur einmal verwendbare Rolle. Soweit ich weiß, ich will es jetzt nicht ausprobieren, was Mana kostet. Aber soweit ich weiß, kriege ich jedes Mal, wenn ich mich hierher teleportiere, von ihm wieder eine neue Rolle. Und mir fällt gerade auf, beim Nachstellen habe ich gar nicht geschlafen. Das hole ich mal eben noch nach, damit ich wieder voll geheilt bin. Die Rüstung ist immer noch kaputt. Keine Ahnung, was da los ist. Obwohl ich das Spiel neu gestartet habe. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich die mal ausziehen. Ah, da ist Riordian. Gleich. Jetzt rede ich erstmal noch kurz mit ihm. Sei gegrüßt. Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Das ging aber schnell. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Zeig mir deine Ware. Elixier heiler Kraft. Okay, Kugelblitz. Nö, kein Bedarf, danke. Passt schon. So, mit ihm habe ich schon gesprochen, genau. Was ich sagen wollte ist, ich werde jetzt vor dem Speichern, also ich werde jetzt nach der Folge das Spiel nochmal neu starten und für den Spielstand die Rüstung komplett aushaben, in der Hoffnung, dass dann die Texturen vielleicht neu geladen werden. Ja, genau. Ansonsten sollte ich vielleicht mal einen Blick auf die Tränke werfen. Geschicklichkeit +3. Ob das wohl dauerhaft bleibt? Trank der Schnelligkeit, 2 Minuten Sprinten und Stärke +3. Wow. Also wenn das dauerhaft bleibt, dann sollte ich mir die aufheben, weil soweit ich weiß, können die Trainer nur Stärke bis zu einem gewissen Level beibringen. Satoras, ne? Satoras, genau. Und dann kann ich natürlich mit den magischen Tränken meine Stärke noch höher steigern. So, den ganz rechts außen beim Sumpflager, den hatte ich ja schon. Ich frage mich, wo ich jetzt am geschicktesten anfange und ich glaube, ich werde ja doch beim nächsten einfach hier anfangen, ne? Und das ist tatsächlich das, was ich vor ein paar Folgen schon meinte. Wenn man aus dem neuen Lager rauskommt, direkt rechts hoch den Weg, die Felsen lang, und dort sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich wird dann die Rüstung bis dahin vernünftig und richtig angezeigt. Ja, genau. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend diesmal. War ja sehr viel Dialog, sehr viel Gespräch und nicht so viel Action. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.